Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo, in diesem Video möchte ich euch jetzt hier noch die letzten wesentlichen Funktionen des Leiterplatten-Editors vorstellen. Und das sind im Wesentlichen noch zwei. Einmal hier die Konfiguration, die Grundkonfiguration der Platine und die Sperrflächen. Wir fangen mal mit den Sperrflächen an. Ich klicke hier auf dieses Werkzeug. Gehe jetzt hier drauf. Es öffnet sich ein Dialog. Ich werde gefragt, auf welcher Kupferfläche ich das oder Kupferlage ich das tun möchte. Hier, was ich sperren möchte. Ich schalte mal hier alles ein, dass also eine komplette Fläche gesperrt wird. Wir haben hier das Beschränken. Ich mache das hier auch nochmal auf 45 Grad. Die Umrissdarstellung Gitter ist dann genauso wie die Kupferflächen, die ich schon gezeichnet habe. Ist die genau die gleiche Darstellung. Und wenn ich jetzt hier auf OK gehe, sehen wir, ich habe jetzt hier also horizontal, vertikal, dann kann ich jetzt hier nochmal so eine Schräge machen und hier wieder entsprechend eine horizontale. Und wenn ich jetzt hier auf rechts klicke und sage Umriss schließen, also ich muss das nicht unbedingt bis hier hoch wieder führen, wird der Umriss geschlossen. Ich gehe auf Abbrechen und habe jetzt hier also eine Sperrfläche erzeugt. Ich blende mir mal die Kupferflächen ein. Die sind jetzt noch gezeichnet. Wenn ich jetzt die Kupferfläche aktualisiere mit der Taste B, sehen wir, wird das dann hier ausgeschnitten. Also auch für Kupferflächen ist jetzt dieser Bereich gesperrt. Ich blende mir mal meine Kupferflächen wieder aus. Ich zeige euch, dass es auch mit Leiterbahnen so ist. Ich gehe also hier auf die Leiterbahn, ziehe mir einfach mal eine rüber. Wir sehen, ich kann also hier zwar außen herum gehen, wenn ich Platz habe, eben nicht durch. Ja, breche ich ab. Für Footprints und Vias hatten wir es auch gesperrt. Ich setze jetzt hier mal Vias rein. Das geht zwar noch, das funktioniert. Es funktioniert auch mit Footprints. Ich nehme jetzt hier mal den Widerstand als Beispiel. Ich könnte jetzt auch natürlich einen von den Footprints nehmen, die ich hier schon positioniert habe. Das mache ich aber nicht, sonst zerreiße ich mir die Platine. Das funktioniert zwar in dem Moment noch, aber wenn ich jetzt hier den DRC-Check laufen lasse, dann sehen wir, werden wir hier mit Fehlern bombardiert, die sich, ich blende es mal aus, alle hier auf diese Fläche beziehen und auf die darin positionierten Bauelemente. Also ihr seht, das funktioniert und so kann ich mir das über diesen Dialog einstellen, was ich hier in dieser Fläche darf und was ich eben nicht darf. So, gehen wir mal wieder alles zurückgängig. Wenn ich hier nicht meine Platine schieße, lassen wir nochmal den. So, wir sehen, alles wieder in Ordnung. Okay, das war das eine Werkzeug und jetzt kommen wir hier noch zu den Einstellungen. Ich fange mal hier oben an. Wir haben hier die Platinen-Editor-Lagen. Die kann ich mir hier entsprechend vorher einstellen, welche Lagen ich haben möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben diese Nutzerlage 1 hier nicht mehr haben möchte, kann ich hier vorne die Checkbox abklicken und sage okay. Achtet mal bitte hier rechts auf diese Leeranzeige. Ich mache OK, zack, und dann verschwindet dieses Layer hier. Ich habe es dann nicht mehr zur Verfügung. Ich gehe hier wieder rein. Ich kann sie auch wieder hinzufügen. Hier sind sie. Ich habe hier schon ein paar mehr ausgewählt, die Nutzer 1 bis 9. Ich kann die also jetzt hier wieder hinzufügen. Ich kann allerdings nicht hier mit Steuerung oder Shift alle auswählen. Ich muss es einzeln machen, müsste jetzt also jedes einzelne hinzufügen. Wir sehen, hier kommt jetzt ein User-Punkt ein, das heißt eigentlich aber Nutzer. Ich kann jedes Layer, das seht ihr hier auch, entsprechend umbenennen. Schreibe jetzt also Nutzer rein, bitte den Punkt hier beachten, das die 1, also den Punkt hinter Nutzer. Und OK, und hier rechts taucht mein Layer wieder auf. Bitte beachten, ihr könnt, ich sag mal hier ab User-Echo 1 nach unten, jedes Layer auch umbenennen, wenn ihr wollt. Wenn euch das was bringt, dann tut das. Macht das aber bitte nicht hier ab Margin nach oben in diese Layer. Die würde ich nicht umbenennen. Einfach aus dem Grund, wenn ihr die umbenennt, könnte es unter Umständen Probleme geben, wenn ihr jetzt Gerber-Dateien erzeugt werden, die so benannt und ihr ladet die hoch zu Platinenherstellern. Die beziehen sich unter Umständen auf diesen Namen. Das könnte Probleme geben. Also ich würde sagen, hier unten diese User Layer, die also für die Produktion der Platine so in dem Sinne nicht benötigt werden, die würde ich nicht, also die könnt ihr umbenennen und die anderen würde ich so lassen,
wie sie sind, sicher ist sicher. Dann kann ich mir hier bei den Kupferlayern noch einstellen, sollen das Signallayer sein, wo ich Signalleitungen führen kann, Potentialflächen oder gemischt oder nur Überbrückung. Ich lasse es als Signal, ihr könnt trotzdem hier alle Leiterbahnen dann drin führen. Das muss man dann auswählen, je nachdem, welchen Verwendungszweck dieses Kupferlayer dann haben soll. Dann kann man hier als nächstes den technischen Lagenaufbau. Ich kann jetzt hier, das ist neu im KiCad 6, den kompletten technischen Lagenaufbau der Platine anpassen. Das ist für Berechnungen wichtig, das ist für die Herstellung von Gerber oder die Erzeugung von Gerber-Files wichtig. Das würde ich aber jetzt hier gerade den Einsteigern empfehlen, hier nichts zu verändern. Für die Profis eigentlich ist hier wichtig dieses FR4. Hier kann ich also nochmal auswählen, ob ich jetzt mit Teflon oder Keramik etc. arbeiten möchte. Hier sind dann auch die verschiedenen Epsilon-Werte hinterlegt. Die werden dann auch bei Berechnungen mit einbezogen. Ich gehe mal hier wieder auf Abbrechen. Es wird das hier mit einbezogen und hier kann ich also komplett meine Platine, mein Material anpassen, so wie ich das schlussendlich in der Produktion habe. Ja. Hier wäre vielleicht zum Beispiel nochmal interessant, es gibt ja die 2 Unzen Beschichtung, also die 0,07 mm, das könnte man zum Beispiel einstellen, wenn man hier mit FA4 arbeitet. Ich kann hier auch schon einstellen, welche Farben mein Bestückungsdruck haben soll oder die Maske. Kann ich hier entsprechend die Farben auswählen, wenn ich das möchte. Die Einsteiger lassen hier bitte die Einstellungen, wie sie sind. FA4 ist das eigentlich gängigste Material für die Profis. Ihr könnt hier die technischen Lagen anpassen. Ich kann das dann hier auf die Spitze treiben. Wenn ich jetzt hier mal 6 Lagen nehme, dann seht ihr, kann ich das auch hier die Einzellagen noch definitiv so anpassen, wie mein Material dann am Ende ist. So, gehen wir hier wieder zurück. Dann haben wir hier die Platinenoberfläche. Hier kann ich noch einstellen, ob die Platinenoberfläche Halblochpads besitzt, metallisierte Platinenkanten, ob sie hier versilbert, verzinkt oder vergoldet ist, die Randsteckverbinder, ob es welche gibt und ob die abgeschrägt sind. Das sind spezielle Einstellungen, die eigentlich so der Einsteiger für den ersten Moment erstmal nicht braucht. Hier sind verschiedene globale Einstellungen möglich für die Lötstoffmasken, die würde ich auch so lassen, wie sie sind, weil man hier in der Regel wenig Anpassungen vornehmen muss. Dann habe ich hier Voreinstellungen für Text und Grafiken, auch die sind in der Regel sehr gut gewählt. Was ich hier noch eigentlich wichtiger finde, als jetzt hier oben die Strichstärken anzupassen, ist hier die eventuelle Einstellung, dass ich sagen möchte, ich möchte jetzt nur Millimeter haben oder Mill, dann kann ich das hier fest einstellen, dann wird das automatisch festgelegt, kann ich es nicht mehr ändern. Dann hier das Einheitenformat und hier noch wie viel Nullen ich gedenke nach Kommazahlen zu haben. Das ist eigentlich ganz, das sind so die wichtigsten Einstellungen, die ich hier noch vornehmen kann und wo der Text positioniert sein soll. Textvariablen kann ich hier welche neu anlegen oder ihr seht, ich hatte ja im Schaltplan so eine Textvariable angelegt. Die wird hier aus dem Schaltplan gleich mit übernommen und ich könnte sie also hier im Leiterplatten-Editor mit weiter verwenden. Das ist eine sehr schicke Geschichte. Und jetzt kommen wir mal hier zu den Designregeln. Hier kann ich jetzt Einstellungen vornehmen. Meine für die Mindestleiterbahnbreite, für den Via-Durchmesser, für den geringsten Bohrlochdurchmesser kann ich hier also global Mindestwerte einstellen, die dann auch eingehalten werden müssen, ob es Blind-Vias geben soll oder Mikro-Vias, ob ich meine Flächen hier an der Außenkante abgerundet haben möchte oder also früheres Verhalten nachahmen oder geklättete Polygone, beste Leistung, das kann ich hier entsprechend wählen. Dann kann ich jetzt hier vordefinierte Leiterbahngrößen festlegen. Ich kann also jetzt hier reingehen und sagen, ich mache jetzt hier eine 0,5 mm Leiterbahn und ich mache noch eine 0,8 mm Leiterbahn zum Beispiel. Und ich kann jetzt hier dazu noch verschiedene Via-Größen definieren, sagen wir mal 1 mm mit einem Loch von 0,6 und dann nehmen wir noch mal eine mit 1,5 mit
0,8. Das kann ich also jetzt hier definieren, auch für die differenziellen Paare kann ich das hier tun. Kann jetzt hier sagen, okay. Und dann kann ich das hier oben auswählen und kann jetzt also eine Leiterbahn mit 0,8 mm zeichnen. Wenn ich das hier ausgewählt habe, gehe ich hier auf die Taste X, gehe da rein und wir sehen, ich habe jetzt hier eine Leiterbahn, die in dieser Dicke gezeichnet wird. Dann haben wir hier die Netzklassen, die werden aus dem Schaltplan übernommen. Ich kann also jetzt hier auch in den Netzklassen nochmal nachträglich Stärken anpassen. Alle Netze, die jetzt in dieser Netzklasse hier drin sind, werden jetzt eben hier in dem Fall bei Signal mit 0,3 mm Leiterbahnbreite gezeichnet. Wenn ich jetzt das ändern möchte, kann ich das hier, sollte ich natürlich gleich tun, bevor ich anfange, zu eine Leiterplatte zu routen, hier entsprechend anpassen, die Breite. Und dann werden alle Linien automatisch oder die Leiterbahnen automatisch aus der Netzklasse hier mit dieser Breite gezeichnet. Dann haben wir nochmal hier benutzerdefinierte Regeln. Hier muss ich mich selber erstmal einarbeiten, da auch das ist neu. Ich kann also hier benutzerdefinierte DAC-Regeln einfügen. Da mache ich nochmal ein gesondertes Video dazu, weil ich das hier selber mir erstmal ausprobieren muss, was sich da dahinter verbirgt. Für die Einsteiger ist hier erstmal nichts vorzunehmen. Und hier sind die Grundregeln des DAC-Checkers hinterlegt. Und wir sehen, diese Einstellung, das hatte ich ja bereits erwähnt, würde ich jetzt erstmal für die Einsteiger so lassen. Wer weiß, was er tut, kann das natürlich jetzt hier ändern. Ob das dann ignoriert werden soll oder als Fehler dargestellt werden soll oder ob dann die einzelnen Funktionen hier als Warnung ausgegeben werden. Das überlasse ich dann jedem selbst. Soweit, so gut. Dann schauen wir mal, ob ich jetzt hier noch die Funktion finde, dass man eine ganze Leiterbahn direkt anpassen kann. Eigenschaften. Leiterbahnbreite. Ich kann also jetzt hier für dieses Element einhängen. Ich muss noch mal schauen. Ich hatte es gestern. Hier die Leiterbahn und Via-Eigenschaften bearbeiten. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel hergehen und mir jetzt hier nach einem Netz filtern. Ich nehme jetzt mal hier diese CW Plus Leitung ist nicht, das sind differenzielle Leitungen. Nehmen wir mal hier die PTD-Leitung und ich habe diese also jetzt danach gefiltert und möchte jetzt hier eine Aktion darauf anwenden. Und da kann ich jetzt hergehen und sagen, ich möchte jetzt meine nicht diese aus der Netzklasse übernehmen, sondern ich möchte die jetzt mal mit dieser 0,5 mm Leiterbahn zeichnen und ich möchte auch die Vias ändern, wenn es denn welche gibt. Ja, auf der Lage lasse ich sie. Also ich könnte jetzt hier auch noch sagen, ich möchte jetzt auf der Unterseite haben. Das mache ich natürlich nicht. Ich lasse die jetzt mal hier oben. Und wenn ich jetzt OK klicke, dann müsste jetzt unsere Via-Leitung, unsere PTT-Leitung, hier sehen wir sie, müsste jetzt hier wieder also dicker geworden sein. Ich gehe mal hier drauf auf die Eigenschaften und wir sehen genau, hier hat das übernommen, 0,5 Millimeter. So kann ich also ganze Leiterbahnzüge über diese Funktion via Eigenschaften bearbeiten, entsprechend ändern. Zum Beispiel eben hier auf solche vordefinierten Leiterbahnbreiten. Das wollte ich euch noch zeigen. So, ich mache das hier mal wieder rückgängig alles. Das soll es dann erstmal zum Leiterplatten-Editor gewesen sein. Ihr könnt jetzt damit arbeiten und im nächsten Video geht es dann mit dem Footprint Editor weiter. Ich hatte ja hier diese PS-Stecker benutzt und die möchte ich dann mit euch mal auch erstellen. In dem Sinne, tschüss und winke winke.